Es ist ein lang gehegter Traum. Der Fehmarnbelt-Tunnel. Für 7,5 Milliarden Euro der längste Absenktunnel der Welt. Unter dem Meeresboden eine direkte Autobahn- und Zugverbindung zwischen Deutschland und Dänemark. Das Spannende jetzt in der Phase, wo wir sind, ist, dass man wirklich die Planung, die wir jetzt jahrelang hier reingesteckt haben, auch sehen, dass sich das jetzt in die Wirklichkeit umsetzt. Ein wesentlicher Teil der Arbeiten geschieht auf See. Die weltweit größten Baggerschiffe heben auf dem Meeresboden einen 18 Kilometer langen Tunnelgraben aus. Die Herausforderung ist, so schnell wie möglich Schaufel und Lastkahn zu füllen. An Land müssen bis zu 19 Millionen Kubikmeter Aushub verteilt werden, Arbeitshäfen und Portale entstehen, Menschen und Maschinen, soweit das Auge reicht. Ja, viel zu tun gerade, aber wir kriegen das hin. Wenn es an uns scheitert, scheitert im Grunde genommen der gesamte Bauablauf. Und wenn was nicht passt, wird schnell reagiert. Wie wir hier sehen können, Malte, haben wir hier eine Absenkung drin. Das könntest du mal notieren. Das müsste nachgesandet werden. Zugleich errichtet das Team die größte Betonproduktionsanlage der Welt, in der es gigantische Tunnelelemente herstellt. Jedes wird Röhren für Auto, Zug und Wartung beinhalten und muss in einem aufwendigen Verfahren in den Fehmarnbelt gezogen, abgesenkt und auf dem Grund verbunden werden. Auf den Plänen kann man es nicht richtig verstehen, welche Dimensionen so ein Projekt wirklich hat. Aber wenn man dann vor Ort ist, auf der Baustelle, realisiert man erst, was alles damit verbunden ist. Europas Megatunnel entsteht. In Rødbyhavn, an einem der südlichsten Punkte Dänemarks, beginnt der Arbeitstag für den holländischen Bauleiter Koen Mertens. Ein Zubringerschiff transportiert ihn zu seinem ersten Ziel, den Pontonbagger Simpson. Die Simpson ist einer der größten und leistungsstärksten Backhoe-Dredger der Welt. Das bedeutet im Wesentlichen ein sehr großer Bagger auf einer Plattform. Er kann bis zu 28 Meter tief graben und hat eine riesige Schaufel für über 30 Kubikmeter Erde pro Grabung. Die knapp 67 Meter lange und 18 Meter breite Simpson befindet sich derzeit noch in Ufernähe. Der hier entstehende Arbeitshafen ist das erste Einsatzgebiet für das Baggerschiff, an das gerade ein Lastkahn angedockt wird. Die Art und Weise ist dabei speziell. Per ferngesteuerten Gelenkarmen werden Eisenkugeln in entsprechende Vorrichtungen manövriert. Wir verwenden diese sogenannten Mooring Actuators als Festmacher, damit man nicht zu viele Hände braucht. Das ist einfach sicherer. Der Lastkahn wird also längsseits gebracht und dann kann mit dem Ausbaggern begonnen werden. Erst wenn der Kahn seine endgültige Position erreicht hat, erhebt sich die mächtige Schaufel des Baggers. Vor dem Ausheben beträgt die Meerestiefe in diesem Bereich des Fehmarnbelts zwischen Dänemark und Deutschland etwa 6 Meter. Die Simpson vertieft den Untergrund nun auf 10 Meter. Alles, was die Simpson vom Meeresboden hochholt, entlädt sie auf den Lastkahn, der es anschließend an Land bringt. Dort nehmen Dumper das Erdreich auf und transportieren es in das für sie vorgesehene Gebiet. Der ausgehobene Meeresboden wird größtenteils für Landgewinnung auf Lolland eingesetzt. So soll ein neues Naturschutzgebiet mit Strand und Lagune entstehen. Andere Teile des Aushubmaterials werden beim Bau von Europas größtem Arbeitshafen benötigt. Lolland wird jetzt erstmal 500 Meter größer, wächst also praktisch ins Meer rein. Der Deutsche Martin Staffel guckt dabei auf jedes Detail. Denn er ist als Oberbauleiter für die Arbeiten auf See und an Land verantwortlich. Die Herausforderung ist halt die ganze Koordination der ganzen großen, schweren Geräte.
Durch die zahlreichen Baustellenfahrzeuge wie Dumper, Bagger und Radlader herrscht momentan viel Verkehr auf dem ehemals ruhigen Küstenabschnitt der dänischen Insel. Immer wieder ist Martin Staffel in Gesprächen mit den Consultants, die am Fehmarnbelt-Tunnelprojekt mitwirken. Allesamt Spezialisten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Dabei stets griffbereit, jede Menge Baupläne. Diese ganzen Bereiche sind halt in speziellen Areas aufgeteilt. Einmal, wo wir Material lagern, was ausgebaggert wird. Dann haben wir andere Bereiche, wo wir Sandmaterial lagern und Steine lagern. Und die haben halt geguckt gerade, ob das auch alles in dem Bereich liegt, wo es liegen soll. Drei solcher Teams sind jeden Tag auf der Baustelle unterwegs, um Abläufe und Qualität zu kontrollieren. Martin Staffel macht es ebenso. Seit Beginn der Arbeiten vor etwas über einem Jahr. Hier kann man jetzt noch mal sehen, so sah die Baustelle noch vor einem Jahr aus. Ja, da haben wir hier den Deich gehabt, da haben wir hier die Küstensicherung gehabt. So, und wenn man jetzt hinter uns guckt, so sieht die Baustelle jetzt aus. Die ganzen Arbeitsgeräte, das ausgebaggerte Material haben wir mittlerweile an Land gebracht. Und man hat hier die Küstensicherung vor uns. Das wird halt alles aufgefüllt in den nächsten Tagen. Aufgefüllt mit Aushubmaterial, damit zuerst die Infrastruktur entsteht, bevor die neue Verbindung für Europa gebaut werden kann. Nochmal der direkte Vergleich. Vor und nach den bisherigen Baumaßnahmen. Auf den teilweise neu geschaffenen Flächen werden eine Tunnelelementfabrik und der Arbeitshafen entstehen, sowie wenige hundert Meter weiter westlich das Tunnelportal, das den Reisenden einen sanften Übergang zwischen Land und Tunnel ermöglichen muss. Drumherum auf 300 Hektar weitere Landgewinnungsflächen als Naherholungsgebiete. Ab 2029 soll der Fehmarnbelt-Tunnel Röttbyhafen auf Lolland mit dem deutschen Puttgarden auf Fehmarn verbinden und damit vor allem Dänemark und Schweden näher an Mitteleuropa heranholen. Die Fahrt durch den Tunnel wird 7 Minuten mit dem Zug und 10 Minuten mit dem Auto dauern. Das ist deutlich schneller als derzeitige Fährverbindungen oder die sehr aufwendigen Umfahrungsmöglichkeiten über Flensburg und Odense. 18 Kilometer Länge bedeuten bei einem Absenktunnel nicht weniger als Weltrekord. Lange wurde geprüft, ob es auch anders gehen könnte, da der Bau kompliziert und mit Kosten in Höhe von erwarteten 7,5 Milliarden Euro auch teuer ist. Eine Brücke oder Tunnelbau mittels Tunnelbohrmaschinen wären Alternativen, wenn es die Gegebenheiten zulassen würden. Doch einfach ausgedrückt, die Winde sind hier zu stark und die Böden zu tief. Die Wahl fiel auf einen Absenktunnel. Dabei stehen die Tunnelelemente im Mittelpunkt. 89 Stück werden benötigt, die nacheinander abgesenkt und miteinander verbunden den Fehmarnbelt-Tunnel ergeben. Sie bestehen jeweils aus 9 gleich großen Segmenten, sind insgesamt 217 Meter lang und 73.000 Tonnen schwer. Es ist Platz für 2 zweispurige Straßenröhren, 2 einspurige für Züge sowie einen Wartungskanal. Aufgrund der riesigen Ausmaße sind sie schwierig zu transportieren. Ihre Produktion erfolgt vor Ort, direkt an der Küste, in der eigens für sie errichteten Fabrik, der größten Betonproduktionsanlage der Welt. Davor der 500.000 Quadratmeter große Arbeitshafen, an dem Materialien wie Sand, Zement, Stahl und Kies ankommen, die die Tunnelbauer für die Produktion der Elemente benötigen. Auf dem dänischen Gelände sollen einmal mehrere tausend Menschen beschäftigt sein, mindestens 3,5 Jahre lang, rund um die Uhr.
Denn es wird ungefähr 9 Wochen dauern, bis ein Element mit Hilfe einer komplexen Schalungskonstruktion fertiggestellt ist. Dann wird es mit Stahlschotten dicht verschlossen und das Trockendock geflutet. Das Element muss anschließend zum tiefen Ende des Trockendocks gezogen werden und der Wasserstand auf Meereslevel gebracht. Schlepper bringen es dann in den Fehmarnbelt, wo es an benötigter Stelle abgesenkt wird. Dabei werden die Ballasttanks im Tunnelelement mit Wasser gefüllt und das Element in den Tunnelgraben heruntergelassen. Sobald sich 2 Elemente an ihrem Platz befinden, werden sie aneinander gezogen und das Wasser wird wieder herausgelassen. Dadurch entsteht ein großer Unterdruck, der für eine wasserdichte Verbindung sorgt. Darauf kommt eine schützende Steinschicht, die den Tunnel bedeckt. Die Meeresströmung soll im Laufe der Zeit für eine weitere natürliche Bedeckung durch Sand sorgen. Bevor die Elemente im Wasser versenkt werden können, muss ein langer Graben, eine Art Loipe, auf dem Meeresgrund ausgehoben werden. Dafür ist eine Flotte von Baggerschiffen und Lastkähnen unterwegs, die insgesamt rund 19 Millionen Kubikmeter Boden, Sand und Steine an die Küste transportiert. Auch die Simson beginnt in Kürze mit dem Ausbaggern des Tunnelgrabens, der durchschnittlich 12 Meter tief sein wird. Manche Stellen im Fehmarnbelt gehen allerdings deutlich darüber hinaus, weiß auch der niederländische Bauleiter Koen Mertens. Dort bekommen Baggerschiffe wie die Simson Unterstützung von kleineren Seilbaggern. Das ist die Fetzi, ein Ponton, den wir in den Niederlanden extra umgebaut haben. Wir haben einen speziellen Seilbagger montiert. Und so ist die Fetzi in der Lage, bis zum tiefsten Punkt des Tunnelgrabens zu gelangen. Dort, wo die 28 Meter Reichweite der Baggerschiffe nicht genug sind, werden wir den tieferen Rest mit diesem Seilkranbagger herausholen. Mit entsprechenden Aufsätzen sind für die Fetzi bis zu 100 Meter erreichbar. Somit stellt die Tiefe des Fehmarnbelts kein Hindernis dar. Es geht wieder zurück in Richtung des entstehenden Hafenbeckens, der sogenannten Mole. Hier soll in Kürze eine Steinaufschüttung ins Meer ragen und als schützender Wellenbrecher fungieren. Aktuell ist ein norwegisches Transportschiff vor Ort und an den Lastkahn CC Biscay angedockt. Diesen besucht Koen Mertens als nächstes. Im Moment laden wir 1 bis 3 Tonnen schwere Steine, die die Schutzschicht für das Hafenbecken bilden, vom Transportschiff auf den Lastkahn. Und der Kahn wird dann später zu der Stelle bewegt, an der wir entladen. Er baut also im Wesentlichen die Mole auf. Wir haben einen sehr speziellen Dreifachauslegerbagger auf diesem Lastkahn mit einer sehr großen Reichweite von fast 28 Metern, sodass wir den gesamten Wellenbrecher vom Lastkahn ausbauen können. Da in Dänemark keine Steine in der benötigten Qualität vorhanden zu sein scheinen, kommen diese allesamt aus dem benachbarten Norwegen. Für die Molen und Deiche des Fehmarnbelt-Projektes sollen es insgesamt mehr als 2 Millionen Tonnen Granit sein, die hier verbaut werden. Die CC Biscay wird demnach auch in den nächsten Monaten noch Steine aufnehmen, damit diese in Zukunft das Hafenbecken schützen und für eine sichere Ein- und Ausfahrt der Schiffe sorgen. Im Baugebiet arbeiten momentan 9 solcher oder ähnlicher Lastkähne und Entladepontons. Dazu kommen Hilfsdecks, 4 unterschiedliche Baggerschiffe wie die Simson oder die Fetzi und 7 weitere Schiffe für Mannschaft, Vermessung und Logistik. Zunehmend ein geordnetes Durcheinander. Die Schnittstellen zwischen den 3 Hauptaufgaben des Projekts
sind im Moment die größte Herausforderung. Auf der einen Seite steht die Platzierung der Steine, auf der anderen Seite die immer arbeitsreicher werdenden Baggerarbeiten. Und auch an Land gibt es eine Menge Arbeit, unter anderem mit dem Transport des gesamten Erdreichs. Das muss alles zeitgleich bewältigt werden, ohne dass wir uns gegenseitig zu sehr behindern. Spatenstich auf Fehmarn, auf deutscher Seite. Auch hier lädt die CC Biscay in der Folge norwegische Steine ab. Zugleich bringen Schuten ausgehobenen Meeresboden als Baumaterial auf die Baustelle. Doch zunächst muss der Arbeitsbereich komplett erschlossen werden. Mehrere Kilometer Kabelwege sowie Strom- und Wasserleitungen werden verlegt. Zwei neue Umspannwerke versorgen die Riesenbaustelle mit Strom. Zudem haben die Arbeiter drei neue Brücken zu errichten, damit zukünftig die Bundesstraße und die Bahnschienen in den Fehmarnbelt-Tunnel führen. Das Portal, also der Tunnelein- und Ausgang, wird ebenso mächtig wie auf der dänischen Seite. Die Baugrube erstreckt sich nun dort, wo vor wenigen Wochen noch Ostsee war. Daneben entsteht ein Arbeitshafen, um Baumaterialien über den Seeweg annehmen zu können. Das erspart viele Lkw-Transporte. Dennoch wird eine 3 Kilometer lange zentrale Baustraße und eine zusätzliche Abfahrt an der Bundesstraße gebaut, damit die Baustellenfahrzeuge möglichst autark unterwegs sein können und den sonstigen Verkehr nicht stören. An der deutschen Küste gibt es keine Fabrik. Alle Elemente werden auf der dänischen Seite produziert. In der riesigen Tunnelelementfabrik, wo schon bald das erste Element erschaffen werden soll. Interne Besprechung beim Bauherrn Fehmarn AS in Rødbyhavn. Design- und Konstruktionsteam treffen sich für ein umfangreiches Baustellen-Update. Mittendrin der schon lange in Dänemark lebende Deutsche Markus Just. Für die Schubbalken haben wir alles, außer in Area 4 und 5. Er trägt als Tunnel Design Quality Manager auch den Status der Elementfabrik vor. Alle Designpakete wurden akzeptiert. Fokus liegt auf den Produktionshallen. Wir haben die Produktionshalle B mit der Linie 3, die unser erstes Element produzieren wird. Da fangen wir Ende dieses Jahres an mit dem ersten Segment. Das heißt, hier wird die erste Betonage ausgeführt. Also ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum fertigen Tunnel. Wir hoffen, in diesem Monat fertig zu werden. Vermutlich in 2 bis 3 Wochen. Das heißt, spätestens Mitte Mai. Ja. Ihm sitzt die Zeit im Nacken. Der Chef im Raum ist Contract Director Gerhard Cordes. Als Vertreter des Bauherrn achtet er darauf, dass alle Vorgaben eingehalten werden. Im Idealfall sind seine Teams beim Bau sogar noch etwas schneller als geplant. Wir haben also keine Verzögerungen und können mit voller Kraft weitermachen. Wir müssen nur die Probleme mit dem Abschnitt klären. Das ist gut, okay? Das Ziel ist möglichst schnell mit dem ersten Segment anzufangen, um eine langere Lernkurve für die Arbeiter zu haben. Ja, wir können dann uns mehr Zeit lassen bei den eigentlichen Arbeiten für die einzelnen Elemente. Und das hat natürlich einen Vorteil. Wir können bessere Qualität garantieren und haben dadurch auch Möglichkeiten, mehr Leute an den einzelnen Elementen zu trainieren. Die Tunnelelemente sollen in jeweils 9 Wochen erschaffen werden. Bedeutet, eine Woche pro Segment. Bodenplatte, Wände, Decke. Zusammen braucht das bei jedem Segment 3300 Kubikmeter Beton. Und alles muss unüblicherweise in einem Guss betoniert werden, um Rissbildungen zu vermeiden. Damit das Team die notwendigen Arbeitsschritte einmal in einer Art Generalprobe simulieren kann, wird ein Testsegment gebaut. Full-Scale Trial Cast genannt. Die genaue Analyse des ersten Probegusses am seitlichen Ende der Großbaustelle ist für Markus Just und seine Arbeit elementar. Wir bekommen natürlich die Planung, die Zeichnung, sehen das auf A3. Da sieht das alles immer sehr, sehr
schön und sehr akkurat aus. Wenn wir dann das aber hier auf der Baustelle sieht, ist das eben immer nicht ganz so, wie es auf einer kleinen A3-Zeichnung aussieht. Dann sieht man erstmal die Dimension, dann sieht man, wo die Probleme genau liegen. Es ist ein maßstabsgetreuer Versuchsbereich mit denselben Bauteilen wie später für die Tunnelelemente. Markus Just ist hier nicht allein. Einige internationale Design- und Konstruktionsgruppen besprechen sich heute vor Ort. Ungewöhnlich voll auf den wenigen Quadratmetern. Das ist tatsächlich so, dass alle für ihren Bereich was checken müssen. Im Prinzip wird hier als Test durchgespielt, was wir letztendlich dann im Tunnel vorfinden werden. Alle speziellen Einzelteile, alle Endframes, die Fugenbänder, der Aufbau der Bewährung, die Betonage, das wird hier alles durchgespielt. Das heißt, das ist hier ein ganz essentieller Teil des späteren Tunnels, auch wenn das Ding selbst natürlich nicht benutzt werden wird. Dabei geht es vor allem um den Ablauf der vollständigen Betonage. Jeder Schritt kann in der Full-Scale Trial Cast Area simuliert und ausgewertet werden. Also ihr baut es hier ein und presst es unten mit einem Werkzeug zusammen? Genau. Und das funktioniert? Das funktioniert. Hier und da können die Planer eventuell noch optimieren, vor allem beim sehr eng angefertigten Bewährungsstahl. Das ist die Guidance und die hängt am Schubbalken. Links und rechts am Schubbalken? Ja. Okay, also ihr verbindet das Guiding-System hiermit? Ja, an diese Kegel. Es ist immer eine Herausforderung bei den Elementen, dass wir sehr viel Bewährung brauchen einfach, um die Kräfte zu handhaben und dass das eben dann ausführungstechnisch nicht so einfach ist. Es ist die Bewährung ist im Weg, wenn wir Beton platzieren wollen. Das heißt, alles wird bis auf einen Zentimeter geplant. Bewährung ist das eine, Beton das andere. 6 Betonfahrmischer sind derzeit auf der Großbaustelle im Einsatz und bringen mit jeder Ladung 9 bis 10 Kubikmeter frischen Beton. In der Regel 10-mal am Tag. Ihre Quelle und das Herzstück der Betonproduktion ist aktuell die Mischeranlage am westlichen Ende der Baustelle. Hier laufen alle Komponenten zusammen und werden genau überwacht. Eingewogene Zuschläge aus Skandinavien, Zement, Flugasche, Chemikalien, Wasser. Nur die korrekte Zusammensetzung der 26 Materialien bei exakter Mischzeit ergibt ein homogenes Produkt. Der deutsche Bert Luber ist als Concrete Production Manager für die gesamte Betonherstellung der riesigen Baustelle verantwortlich. In den nächsten 1,5 Stunden werden 60 Kubikmeter für das Fundament einer Fabrikstütze benötigt. In und unter der Anlage geht es Schlag auf Schlag. Wenn es an uns scheitert, scheitert im Grunde genommen der gesamte Bauablauf. Wir bekommen die Bestellung ja so mit einer Woche Vorschau, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wie es eben halt ist auf dem Bau, es ändert sich permanent was, so dass wir teilweise stündlich reagieren müssen auf die Mengen. Wir müssen permanent bereit sein, zwischen 500 und 1000 Kubikmeter am Tag zu liefern. Das sieht man halt von früh um 6 bis abends um 6. Das sind unsere Zeiten und ja, das ist die große Herausforderung, permanent eben halt ready zu sein, ja. Ready auch für stetige Prüf- und Kontrollverfahren. Die geforderte Mindesthaltbarkeit des Betons beträgt 120 Jahre. Anspruchsvoll bei Witterungseinflüssen wie salzigem Meerwasser oder starken Winden. Das Team ist verpflichtet, sich und sein Produkt permanent selbst zu überwachen. Ein Teil dieser Kontrollen ist der Setzversuch zur Bestimmung der Konsistenz und Fließeigenschaften des Frischbetons. International Slump-Test genannt. Vorgabe für den Slump ist ein Ausbreitmaß von 15 cm. Das passt. Der Beton kann so, wie er ist, an die Baustelle ausgeliefert werden. Tatsächlich müssen wir alle 150 Kubikmeter diese Prüfung wiederholen. Dazu gehört dann einmal dieser Slump-Test. Wir überprüfen auch den Luftgehalt innerhalb des Betones. Wir überprüfen die Dichte des Betones. Also das ist ein immer wiederkehrender Prozess aller 150 Kubikmeter.
bei jeder Betonage. Also wenn wir auch teilweise 6-7 Betonagen parallel haben, müssen wir das auch 6-7 Mal wiederholen. Alle Ergebnisse werden dokumentiert, alle Proben nebenan für weitere Analysen gelagert. Wir sind hier im Curing-Raum, wo wir die hergestellten Prüfzylinder, die wir von den jeweiligen Betonproben nehmen und herstellen, dann im Grunde genommen dann 28 Tage in einem Wasserbad gelagert werden. Das soll den Anforderungen draußen entsprechen. Und dann später, wo wir dann die Festigkeiten der Würfel bzw. der Zylinder feststellen können in der Pressmaschine. Bei Vollauslastung werden im weiteren Verlauf 3 solcher Betonmischanlagen im Einsatz sein und bis zu 500 Kubikmeter Beton pro Stunde herstellen. Derweil ist auf dem Fehmarnbelt das größte Baggerschiff der Welt eingetroffen, die niederländische Magnur. Sie hat eine Länge von 72 Metern, eine Breite von über 20 Metern und 3 40 Meter lange Spats. Das sind eine Art Ankertürme, die durch das Schiff verlaufen und schnell ein- und ausgefahren werden können, um die Magnur auf dem Grund des Wassers zu sichern. So schafft es das Baggerschiff, in bis zu 32 Metern Tiefe zu graben. Kapitän der Magnur ist der Niederländer Wilbert Dunkie Jacobs. 12 Leute sind es insgesamt an Bord. Tag und Nacht wird in 2 Schichten aufgeteilt. Jeder muss 12 Stunden arbeiten. Längst nicht die einzige Herausforderung. Zurzeit baggern wir auf der dänischen Seite ca. 25 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Herausforderung hier ist vor allem der harte Boden. Es ist sehr schwer, das Material herauszubrechen. Unsere Ausrüstung mit den Schaufeln wird ganz schön beansprucht. Auch das Wetter stellt uns hier hart auf die Probe. Das kann sehr, sehr schlecht sein. Wir müssen also gut planen und uns im Zweifelsfall rechtzeitig in ein geschütztes Gebiet begeben, um Schäden an der Ausrüstung zu verhindern. Die Ausrüstung hat bei einem Baggerschiff eine enorme Bedeutung. Vor allem der Bagger, seine Hydraulik und Technik, sowie die gigantischen Schaufeln, die pro Durchgang bis zu 67.000 Kilogramm anheben können. Baggerführer Arjo Geluk arbeitet mit einer Gesamtleistung von mehr als 3.300 Kilowatt. Der Bagger der Magnur hat einen besonderen Greenline-Motor, der auf der derzeit größten, auf dem Markt erhältlichen Bergbaumaschine basiert. Oben im Führerhaus liegen Arjo Geluks Füße auffallend bequem und die Hände umschließen permanent die Joysticks. Fast wie vor einer Spielekonsole. Der Unterschied ist natürlich die große Wirkung. Wenn du auf deiner PlayStation einen Fehler machst, passiert nichts weiter. Aber wenn du mit den Joysticks eines Baggers arbeitest, hat das sehr große Folgen und man kann erhebliche Schäden verursachen. Also gehe ich nicht zu tief oder zu flach und versuche dennoch so schnell wie möglich zu sein, damit wir vorankommen. Dabei gräbt die Computertechnik mit. Der Blick durch die Frontscheibe ist imposant. Doch die vielen Bildschirme und Anzeigen sind nicht minder wichtig, um das teilweise sehr unterschiedliche Bodenmaterial herausholen zu können. Der Bagger der Magnur ist mit GPS ausgestattet, sodass wir immer genau sehen, wo wir sind. Wir haben ein Kranüberwachungssystem an Bord, damit man auch weiß, wo sich die Schaufel exakt befindet. Man kann zudem das Bodenprofil ablesen und sehen, wie viel Bodenmaterial in den Einsatzgebieten abgetragen werden muss. Wir wissen immer ganz genau, was und bis zu welcher Tiefe wir ausbaggern müssen. Möglich machen das zahlreiche Sensoren und Vermessungsdaten, die fortlaufend auf die Computer geladen werden. In regelmäßigen Abständen wird die Schaufel an Deck geholt und gereinigt. Chefsache für Baggerführer Arjo Geluk. Dieser Aufsatz fasst 33 Kubikmeter und ist natürlich nicht der einzige. An Schaufeln und sogenannten Anbaugeräten mangelt es nicht.
Wir können unsere Anbaugeräte auch stark verkürzen, um sogar Schaufeln für mehr als 50 Kubikmeter zu verwenden. Der Bagger hat dann mehr Kraft, um die Schaufel anzuheben. Für all die verschiedenen Böden brauchen wir unterschiedliche Längen der Anbaugeräte und auch unterschiedliche Schaufeln. Und da gilt immer, bei kurzem Anbaugerät hat der Bagger mehr PS. An Deck des größten Baggerschiffs der Welt fallen nicht nur Bagger und Schaufeln auf, sondern auch die gelben Kräne, die aktuell auf ihren Einsatz warten. Wir haben drei große Deckkräne an Bord der Magnur, damit wir unsere eigenen Anbaugeräte und Schaufeln auch selbstständig tauschen können. Der eine Deckkran kann bis zu 80 Tonnen heben, die anderen 60 Tonnen. Und damit können wir alle unsere Anbaugeräte wechseln, überall auf der Welt, auch in abgelegenen Gebieten, ohne dass wir Hilfe von anderen benötigen. Die Lastkähne und Schuten, egal ob selbstfahrend oder nicht, werden seitlich festgemacht und schnellstmöglich befüllt. 50.000 Kubikmeter Meeresboden lädt die Magnur jede Woche auf diese Weise ab. Wir schaffen durchschnittlich 5 bis 6 solcher Lastkähne pro Tag. Je nachdem, ob der Boden hart oder weich ist. Das Material wird an die Küste transportiert, wo es von Baggern auf Kipper verladen wird, die es dann in das Gebiet bringen, wo die neue Tunnelelementfabrik entsteht. Riesig und rasend wachsend. Die Tunnelelementfabrik in Rødby wird allein 150 Hektar einnehmen und Halle B als erstes fertig. Tunnel Design Quality Manager Markus Just überzeugt sich vom Baufortschritt. Halle B ist nicht die einzige, in der die benötigten 89 Elemente hergestellt werden sollen. Wir haben insgesamt 3 Produktionshallen für 5 Produktionslinien. Alle die Sachen, die man hier sieht, das ist alles gebaut, um den letztendlichen Tunnel zu bauen. Also all die Betonwände, die wir hier sehen, all die Hallen ist äußerst notwendig, aber ist natürlich nur ein Seitenprodukt zu dem Endprodukttunnel. Bei dieser Dimension könnten hier auch problemlos Flugzeuge parken. Noch ist die Halle größtenteils leer. Doch schon bald wird sie aus unterschiedlichen Fertigungsabschnitten bestehen. Wobei für die Tunnelelementproduktion vor allem 3 Stationen in den Fokus rücken. Da drüben wird errichtet im Moment die Rebar Hall. Das heißt, da wird der Bewährungskorb zusammengesetzt, den wir auch gerade gesehen haben in der Full-Scale Trialcast Area. Der wird dann weitergeschoben in die sogenannte Buffer Area, das heißt so einen Zwischenparkplatz, und kommt letztendlich da in das Herz der Anlage. Hier in den Bereich, wo die Segmente betoniert werden, die dann hier gen Süden rausgeschoben werden und ins Wasser kommen und dann zur Absenkung in den Firmenwelt verbracht werden. Dort ist küstennah inzwischen die 160 Meter lange Vox Amalia im Einsatz. Ein Hopper-Dredger oder auch Laderaum-Saugbaggerschiff genannt. Es saugt Material vom Meeresboden und pumpt es über eine lange Leitung direkt zur Landgewinnungsfläche. Mitten auf dem Fehmarnbelt arbeitet weiterhin auch das größte Baggerschiff der Welt, die Magnur. Am kommenden Tag sollen größere Wartungsarbeiten stattfinden. Für den Kapitän geht es daher runter ins Lager. Seine Mannschaft hat bereits hydraulische Hochdruckschläuche herausgesucht, um diese morgen vorsorglich am Bagger ersetzen zu können. Wilbert Dunki Jacobs muss nur noch einmal drüber schauen. Hier vor Ort befindet sich eine Art eigener, gut sortierter Baumarkt. Das Team hat die allermeisten Ersatzteile für Bagger und Ponton vorrätig und kann bei Verschleiß grundsätzlich sofort reagieren. Zu ernsthaften Problemen soll es durch sukzessives Erneuern gar nicht erst kommen. Alle 12 Stunden checken wir den Bagger.
Wir holen die Schaufel an Deck und überprüfen alle Hydraulikleitungen der Maschine. Die Motoren, alles. Wenn wir was finden, kommt es auf eine Liste. Und einmal in der Woche halten wir für eine planmäßige Wartung und können dann bei Bedarf Änderungen vornehmen. Ein stillstehendes und nicht grabendes Baggerschiff kostet Geld und Zeit. Daher gilt es, jede Wartung bestmöglich vorzubereiten und zu nutzen. An Deck wird wieder die mächtige Schaufel hochgeholt. Auch hier hat der Kapitän Wünsche für den morgigen Wartungstag, die er dem Schweißermeister Gregor Schmidtschewski erstmal näher bringen muss. Greg, wir müssen neue Profile anbringen. Guck mal. Gut. Hier ist es schon fast runter. Zuerst schneidest du vielleicht das hier ab, die alte Lippe. Sagen wir irgendwo hier, ja? Und dann setzen wir das neue Teil ein. Also du willst zuerst diesen Zahn entfernen? Teilweise entfernen wir ihn. Teilweise. Und dann schweißen wir. Ja. Dann fügen wir es zusammen? Neu. Extra neu. Neu. Auf den polnischen Chefschweißer kommt anspruchsvolle Arbeit zu. Das weiß auch Kapitän Jakobs. Unsere Schaufeln haben sehr viel Arbeit zu verrichten. Wir müssen sie instand halten, angeschweißte Teile austauschen und zusätzliche Teile anbauen, um die Baggerarbeiten mit möglichst wenig Ausfallzeit fortzusetzen. Mein Plan ist, ich bringe dir morgen zwei oder drei Schweißer. Zwei sind, denke ich, genug. Ich bin für vier, weil wir ja beide Seiten machen müssen. Hier und da? Kapitän Jakobs hat genaue Vorstellungen und wird diese durchsetzen. Die Nachtschicht kümmert sich um die Bereitstellung der notwendigen Schweiß- und Schneidegeräte. Dann können hier am kommenden Tag die umfangreichen Technikwartungen auf der Magnor stattfinden. Und in der Zwischenzeit wird weitergegraben. Ein knappes Jahr später ist der Graben größtenteils ausgehoben. Auf deutscher Seite wird in Kürze der Arbeitshafen fertiggestellt. Währenddessen muss Wasser im Portalbereich abgepumpt werden. Auf dänischer Seite ist das Portal schon deutlich zu erkennen. Auch die Tunnelelementfabrik wächst im Eiltempo. Zurück zum Full-Scale Trialcast, dem zu Testzwecken errichteten Teilsegment. Das Team hat sich hier weiter ausprobiert. Mittlerweile ist eine beispielhafte Tunnelröhre für den Eisenbahnverkehr zu erkennen. Tunnel Design Quality Manager Markus Just hat die Tests in den letzten Monaten begleitet. Längst ist klar, die Betonage ohne Arbeitsfuge wird eine echte Herausforderung. Zudem hat jedes Segment viele zusätzliche Bauteile. Vorspannröhren, die Schlussrahmen oder auch der sogenannte Guiding Device. Das ist die Klammer unten am Segment, die das Element nach der Fertigstellung auf der Spur hält und es von der Fabrik hinaus ins Trockendock schieben soll. All diese Einbauteile sind hier mit verbaut und aufgefallen ist uns, dass das natürlich nicht eine ganz normale Betonage ist, sondern dass es darauf ankommt, dass wirklich bis zum letzten Arbeiter alle bis ins Detail informiert sind, welche Abläufe wann wie auszuführen sind. Aber mittlerweile fühlen wir uns gerüstet genug, dass wir jetzt mit dem wirklichen Tunnel anfangen können. Bevor die fertigen Elemente in den Fehmarnbelt gezogen werden können, passieren sie das untere Bassin. Zwischen den Spundwänden links und rechts geht es später einmal in den Ausgang zum Arbeitshafen. Hier wird das Element mit schwimmenden Pontons verbunden und anschließend weiter in Richtung Tunnelgraben geschleppt. Auffallend sind hier bereits jetzt die Höhenunterschiede. Der Abschluss des Lower Basins ist das Floating Gate. Das ist 20 Meter hoch und dementsprechend doppelt so hoch, wie eigentlich die Wassertiefe, die gebraucht wird, um wie in einer Schleuse das Element von dem hohen Level auf das niedrige Level zu bekommen. Das heißt, wir brauchen fast 20 Meter Wassertiefe, um diesen Schritt von Land zu Wasser mit dem Element gehen zu können. Markus Just begutachtet die Baugrube dieser riesigen Schleuse. Hier werden die Elemente später einmal auf das Level des Fehmarnbelts gebracht. Ein erster Teil steht schon
und hat aktuell ca. 10 Meter Höhe. Am Ende wird das Gate doppelt so hoch sein. Das Floating Gate ist eine Baustelle für sich, die die Größe hat von einem Bürogebäude, also eine richtige, ordentliche Baustelle in der Baustelle. Dieses Gate wird für alle drei Bassins benutzt, um die abzuschließen. Hinten die Öffnung, man sieht ja diese drei Löcher schon mal. Da kommen große Rohre durch, die mit großen Pumpen verbunden sind, die dann eben die Becken mit Wasser füllen können und hinterher die Becken auch wieder leeren. Während das Floating Gate nach der Errichtung des Tunnels vermutlich wieder abgebaut wird, entsteht mit dem dänischen Tunnelportal etwas wirklich Bleibendes. Das wird innerhalb des nächsten Monats passieren. Hier sind heute der deutsche Planungsleiter Andreas Köster und der dänische Construction Manager Christian Kaas Oldenburg beschäftigt. Die Baugrube ist bereits komplett ausgehoben. Viel Fläche. Der größte Teil des Erdreichs wird nach dem Fertigstellen zur Abdeckung des Portalgebäudes wiederverwendet. Doch nun geht es darum, weitere Vorbereitungen für dessen Bau zu treffen. Was wir von hier aus bauen, ist ein 250 Meter langer Tunnel. 150 Meter davon mit einer Lichtschwächungsstruktur. Und davor haben wir eine lange Rampe von 800 Metern. Die Rampe ist wichtig, damit die Reisenden nicht von einem zu plötzlichen Höhenunterschied überrascht werden. Die spezielle Tageslichtinstallation, damit sich das Auge an die unterschiedlichen Lichtverhältnisse gewöhnt und die Unfallgefahr reduziert wird. 300 Meter Breite wird das Tunnelportal messen. Für zwei Gleise, die vierstreifige Autobahn mit durchgehendem Standstreifen und den Wartungskanal. Und langsam wird es Wirklichkeit. Das deutsch-dänische Duo begutachtet die allerersten permanenten Gussarbeiten, die am vorigen Tag durchgeführt wurden. Gestern haben wir die Bodenplatte für den Bau des Pumpensumpfes fertiggestellt. Und jetzt bereiten wir alles vor, damit die andere Hälfte des Pumpensumpfes in zwei Wochen gebaut werden kann. In den nächsten Tagen werden wir hier mit der Bewehrung beginnen und dann den Beton gießen. In der Mitte des Bereichs türmen sich diese Stangen auf. Das sind die eigentlichen Bodenanker. Im Pumpensumpf des Portals befinden wir uns 12 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn der Pumpensumpf leer ist, gibt es viel Auftrieb und wir müssen das ganze Gebäude unten halten. Diese Anker gehen daher 15 Meter tief und halten das Gebäude somit sicher auf dem Boden. Wo die beiden entlanglaufen, werden später einmal Züge mit 200 Kilometer pro Stunde und Autos mit 110 Kilometer pro Stunde fahren. Ganz vorne sollen im Schutz des Deiches schon bald weitere Betonierarbeiten stattfinden und die ersten Segmente gesetzt werden. Vier Stück jeweils 40 Meter breit und 20 Meter lang. Zusätzlich wird ein besonderes Stahlteil mit einbetoniert. Was wir hier haben, nennen wir den Dichtungsendrahmen. Den werden wir auf unser erstes Segment setzen. Und dann wird das erste Tunnelelement direkt daneben angebracht. Wenn das gemacht ist, wird dann eine Erdaufschüttung hergestellt, die über die Elemente läuft und dann eine wasserdichte Barriere zum Meer gibt, sodass wir dann den äußeren Deich wegnehmen können und die erste Absenkung vollziehen können. Einmal über den temporären Arbeitsdeich geschaut, werden die Höhenunterschiede erlebbar und die Ausmaße des riesigen Portals erkennbar. Am Bau des Bereiches werden beinahe 200 Menschen beteiligt sein. Aktuell ist für sie alle Platz genug. Das Spannende jetzt in der Phase, wo wir sind, ist, dass man wirklich die Planung, die wir jetzt ja jahrelang hier reingesteckt haben, auch sehen, dass sich das jetzt in die Wirklichkeit umsetzt. Und das werden wir jetzt auch den nächsten Schritt für Schritt jetzt das nächste Jahr, die nächsten Jahre sehen, bis 2029, wie das Projekt weiter und weiter wächst. Und die Zielrichtung ist klar, Richtung Fehmarn. Und auch dort, auf Fehmarn, wird ein Portal entstehen. Zunächst muss hier auf deutscher Seite der Arbeitshafen abgenommen werden.
Heute steht die letzte interne Begutachtung an. Durch den deutschen Oberbauleiter Martin Staffel und seinen Assistenten Malte Cordes. In 12 Tagen soll alles fertig sein. Erwartungshaltung ist eigentlich ziemlich hoch, weil in den letzten Monaten auch, wo jetzt im Winter, wurde hier ständig stark durchgearbeitet, sodass der Termin eingehalten werden kann. So, Malte, wir nehmen jetzt als erstes hier vorne den Schacht auf. Ja. Wie wir hier sehen können, Malte, haben wir hier eine Absenkung drin. Das könntest du mal notieren. Das müsste nachgesandet werden. Es geht Schlag auf Schlag. Der Boden ist noch gar nicht nach Martin Staffels Geschmack. Der Einlauf, hier muss das Pflaster auch noch mal angehoben werden. Mhm. Und neu eingesandet werden. Einlauf Nummer 1. Ja. Und siehst du ja von hier auch schon, Einlauf Nummer 2 haben wir dasselbe Problem. Und Nummer 3 können wir direkt auch notieren, dass da das Pflaster noch mal aufgenommen wird und dann noch mal neu verlegt wird. Okay. Ja? Mhm. Am Hafen sollen laut Planung schon bald Materialien fürs Betonmischwerk angenommen werden. Doch so kann hier kein Verkehr fließen. Möglichst direkt müssen die Arbeiter nachbessern. Wir stehen natürlich auch unter Zeitdruck, weil wir müssen sehr zeitnah diese Fläche fertig kriegen, weil wir auch schnell die Übergabe zu unseren Kollegen machen wollen, damit hier die Aktivitäten stattfinden können. Es kommen keine weiteren Mängel am Hafen hinzu. Für Martin Staffel und Malte Cordes geht es vorbei an einem Teil des Meeresaushubs. Ungefähr 800.000 Kubikmeter Erdreich werden hier an Land gelagert und später für den Bau von Straßendämmen und die endgültige Tunnelabdeckung genutzt. In der Baugrube des Tunnelportals ist das Wasser beinahe komplett abgepumpt. Es liegt bloß noch etwas im Weg. Ja, Malte, das ist halt der große Findling. Okay. Und ja, das ist halt noch ein kleines Problem. Den müssen wir natürlich auch noch zeitnah wegkriegen jetzt. Dann müssen wir dann natürlich auch gucken, dass das mit der Standfestigkeit richtig hinhaut. Weil da oben kommt ja dann der Kran hin. Mhm. Denkst du, ist es noch einiges des Steins unter der Erde? Oder? Ist circa noch 60 cm im Sand drin. Okay. Ja, es ist auch eigentlich ganz gut, weil sonst wird er umfallen. Der braune hintere Stein wiegt 15 Tonnen und stellt fürs Team keine Schwierigkeit dar. Der vordere Findling hingegen ist zu schwer für die eigene Technik. Wir haben vorher auf den Daten gesehen, dass da was ist, aber wir wussten jetzt nicht genau, wie groß die Dimensionen von dem Stein sind. So, und der wurde jetzt letztens vermessen und da hat sich herausgestellt, dass der Stein wirklich 90 Tonnen hat. Und das ist natürlich auch noch eine große Herausforderung, ein Spezialunternehmen zu finden, die diesen Stein abtransportiert, damit wir hier weitermachen können im Portalbereich, damit wir die zeitnahe Übergabe zu unseren Kollegen machen. Zurück zur Tunnelelementfabrik. 3 klimatisierte Hallen werden hier 5 Produktionslinien Platz bieten, auf denen 79 Standardelemente erschaffen werden. Zudem wird das Team 10 weitere, etwas höhere Spezialelemente mit Kellergeschoss neben Halle B konventionell herstellen. Jedes Element in der Fabrik setzt sich aus 9 baugleichen Segmenten zusammen, jeweils 40 Meter breit und 24 Meter lang. Tunnel Design Quality Manager Markus Just freut sich vor allem auf die Produktionslinie 3, da hier das allererste der insgesamt 711 Segmente fertiggestellt wird. Ganz vorne startet die Produktion mit der Errichtung des Bewährungskorbes. Hier ist der erste permanente Tunnelteil zu sehen. Das ist die erste Station in unserer Produktionslinie. Hier wird die Bewährung der Bodenplatte zusammengesetzt, die dann stückweise nach vorne gebracht wird. Die Bodenplatte besteht aus viel Bewährungsstahl, der dem Korb auch die Form gibt. Mittendrin die Vorspannröhren, die das Segment beim Transport zusammendrücken und erst auf dem Meeresboden gekappt werden. Im nächsten Schritt wird die Konstruktion dreidimensionaler. Nachdem der erste Teil, also die Bewährung der Bodenplatte, unter dieses Launching Scaffolding Gerüst geschoben wurde, wird das dazu benutzt, um den Rest des Bewährungskorbs, also die Wände und die Deckenplatte, zu errichten und dann entsprechend den gesamten, kompletten Bewährungskorb für ein Segment zusammenzusetzen.
Neben diesem Gerüst gibt es einen riesigen, schwenkbaren Tisch, der beim Komplettieren des Korbes hilft. Das ist dieser Tilting Table, auf dem die Bewährung für die Wände zusammengesetzt wird. Das heißt, hier werden die Wände vorinstalliert, liegend auf einem Tisch gebaut. Und dann wird die Wandbewährung als ein Stück nach oben geklappt. Von oben kommt der Kran, nimmt sich die Wandbewährung und bringt die dann rüber zum Launching Scaffolding. Für den fertigen Bewährungskorb geht es weiter in das Herz der Fabrik, in die sogenannte Casting Area. Sobald er dort bereit liegt, verbindet sich die rote, passgenaue Schalung mit ihm. Die folgende mindestens 20-stündige Betonage ist das A und O der Produktion. Dabei kommt es auch auf die über ein komplexes Rohrsystem verbundenen Betonmischanlagen an, die mittlerweile draußen direkt neben den Hallen errichtet wurden. Das hier ist so aufgebaut, dass jeder Mischer bzw. jede Betonanlage für jede Produktionslinie Beton liefern kann. Wir können nicht mit der Produktion stoppen. Schon mal gar nicht, wenn eine Betonage in Gang ist, dann müssen wir diese 3300 Kubikmeter Beton in einem Stück einbauen. Um dazu die Logistik parat zu haben, ist das alles so aufgebaut, dass immer andere Einheiten eingreifen können, wenn irgendwo ein Problem auftritt. Außen härtet Beton schneller als innen. Dadurch besteht akute Rissgefahr. Und Risse darf es nicht geben. Für das Team endet der erste Teil des Bauvorhabens am Fehmarnbelt. Voller Zuversicht blickt Markus Just auf die beginnende Produktion der Tunnelelemente, die wir ebenso begleiten werden. Denn bis 2029 wird hier etwas völlig Neues geschaffen. Der längste Absenktunnel der Welt. Riesenbaustelle Fehmarnbelt.